Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Blätterfolge und bevor ich hier gleich mit dem Club Nintendo Magazin anfange, möchte ich euch kurz mein eigenes Werk vorstellen. Ich habe ja schon ein kleines Büchlein geschrieben und zwar die Gameboy-Gurken, das kam ja ganz gut an und da dachte ich mir, hey, da machst du mal noch ein weiteres Projekt und mein Ziel war es da auf jeden Fall, alles irgendwie 100-mal besser zu machen gefühlt. Also, okay, 100-mal vielleicht nicht, aber doppelt so viel besser. Ich wollte es halt wirklich doppelt so dick haben. Ich wollte es richtig professionell machen. Ich habe mich hier Grafik erstellen lassen. Ich habe das Layout professionell machen lassen und so weiter. Und ich bin sehr stolz drauf. Die ersten Exemplare sind ja schon an euch rausgegangen. Es wurde wirklich sehr, sehr viel bestellt. Da möchte ich mich an dieser Stelle vielmals bedanken. Hätte ich niemals gedacht, dass das wirklich so krass abgeht und die Nachfrage und Interesse so groß ist. Und die ersten Rezensionen, die ich so gelesen habe, sind wirklich sehr, sehr, sehr positiv. Und ja, also dass das Buch gefeiert wird, das will ich jetzt nicht sagen, aber es kommt sehr gut an und das freut mich wirklich tierisch, dass es wirklich sich die Mühe so gelohnt hat. Ich wollte euch nur mal so einen kleinen Einblick geben, was euch in diesem Buch erwartet. Ich werde es natürlich jetzt nicht komplett durchblättern. Unten in der Videobeschreibung habt ihr natürlich den Link, wo ihr das gute Stück bestellen könnt. Im Gegensatz zu dem ersten Buch könnt ihr es nämlich nicht bei mir direkt bestellen, sondern bei Retro Game Collector Heaven. Aber wie gesagt, da kommt natürlich der entsprechende Link in die Beschreibung. Es erwarten euch insgesamt 108 Seiten. Und das ist so im Prinzip das grundsätzliche Layout. Also ich arbeite da über 45 Spiele, ich glaube 47 waren es. Habe ich jetzt gerade nicht so im Kopf. Und jedes Spiel, dann habe ich halt so eine kleine Doppelseite gegönnt. Wie zum Beispiel Quirk, das ist diesem alle gleich aufgebaut. Einmal hier das Cartridge-Foto und einmal ein kleines Spiel-Screenshot, damit ihr ein bisschen euch einen Überblick verschaffen könnt, was euch da erwartet. Und dann halt ein beschreibender Text, wo ich so ein bisschen darlege, hey, so und so spielt sich das Spiel. Und aus diesem Grund ist es für mich eine Art Geheimtipp, wobei natürlich hier Quirk, wie ihr seht, es sind schon ab und zu Spiele dabei, die sind jetzt nicht so ganz geheim, aber dennoch wirklich gut und gut spielbar. Ich habe das Ganze in insgesamt 5 verschiedene Genres aufgeteilt und zwar, ich blätter hier kurz mal zum Inhaltsverzeichnis und zwar Action-Plattformer, Puzzle, Strategie und Sport und je nachdem habe ich dann halt ein paar Spiele. Natürlich Strategiespiele gibt es nicht so viele, deswegen sind es da ein paar weniger. Und wo ich ganz stolz drauf bin, ist wirklich das allgemeine Design. Habe ich natürlich alles nicht selber gemacht, so talentiert bin ich leider nicht. Ich habe da mit demselben Künstler zusammengearbeitet, der bei mir auch das neue Kanaldesign gemacht hat, ein Kanalbanner oben und so weiter. Und der hat hier was richtig Schönes gemacht, also natürlich hier Vorder- und Rückseite schön im Gameboy-Farben. Und ich habe hier mir ab und zu auch so kleine Grafiken machen lassen, so ein bisschen einleiten, hier zum Beispiel zum Action-Teil. Damit es einfach so ein bisschen, hier haben wir als Plattformer, so ein bisschen schöner, geschmeidiger gestaltet ist. Ja, ich hoffe, ihr habt Bock auf das Buch bekommen. Wie gesagt, unten in der Beschreibung könnt ihr das Ganze bestellen und würde mich freuen, wenn ihr euch das auch holt, wenn ihr es noch nicht getan habt und da mal ein bisschen rumschmökert. Sehr viel Arbeit und Liebe reingeflossen und ich glaube und hoffe, das sieht man auch. Aber jetzt kommen wir zur Club Nintendo Ausgabe. Und hier haben wir auch die Ausgabe und zwar ist es die Ausgabe 393 und diese Ausgabe hatte ich als Kind und aus irgendeinem Grund hat sich dieses Cover auch bei mir so eingeprägt. Wahrscheinlich, weil das Design eher so schwarz ist, während so die anderen Ausgaben ja eher sehr bunt ist. Hauptthema ist Starwing, Kirby und Darkwing Duck. Ich habe das als Kind wirklich hoch und runter gelesen und kam gar nicht mehr los. Und ich würde sagen, wir blättern sofort mal rein. Okay, hier wurde anscheinend schon mal ein Coupon rausgetrennt, aber ich glaube, Kinokarten zum Super Mario Brothers Film, ja, ich glaube, das ist rum, dass der Film im Kino landet. Wie der Film geworden ist, wissen wir alle. Und komischerweise, wo ich dieses Bild hier sehe, ich halte es mal näher ran, bei den Leserbriefen, diese Oma, die Gameboy spielt, ich weiß nicht warum, das kommt mir sofort bekannt vor. Also das muss ich wirklich als Kind dieses Bild öfter mal angeschaut haben. Vielleicht war das so,
so abstrakt für mich war, weil meine Eltern und meine Oma, die konnten jetzt mit der ganzen Thematik nie groß was anfangen. Das sind immer diese bösen Videospiele gewesen, ihr kennt das wahrscheinlich alle. Und kommen wir hier zum nächsten oder ersten Spiel, und zwar Starwing. Ich muss gestehen, Super FX Chip Spiele auf dem Super Nintendo. Ich wurde schon damals nicht warm, weil ich habe mir gedacht, okay, ja schön, 3D, alles klar, super, aber vernünftig und gut gestaltete Sprites, also ich wusste gerade die Fachbegriffe damals natürlich noch nicht, die fand ich immer wesentlich schöner, weil ich fand mir, okay, aber was nützt mir 3D, wenn es halt aussieht wie Grütze, ne? Dann habe ich es lieber als Fake 3D, wo man halt verschiedene Sprites hat, wie zum Beispiel diese frühen Ego-Shooter, wo man dann ja verschiedene Sprites hat und Ansichten hat. Ne? Also zum Beispiel ganz grob eine Vorder- und eine Rückseite. Dann hat das so ein bisschen mal gewechselt. Gute haben es natürlich gemacht, dass man auch so eine Seitenansicht hatte und so weiter. Und das sah vielleicht nicht ganz so sauber aus, aber es sah irgendwie für mich schöner aus. Und auch die Framerate, das Super Nintendo war halt für diese 3D-Geschichten einfach nicht ausgelegt. Ne? Müssen wir nicht drüber reden. Starwing ging damals an mir vorbei. Ich hatte Stunt Race FX. Das war ja so eine Art ja, Rennspiel denn, mit dem FX-Chip. Ich habe es damals, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es mir ausgeliehen habe oder vielleicht sogar irgendwie zum Geburtstag bekommen habe oder ähnliches. Ich habe es natürlich gespielt, weil wenn man ein neues Spiel hatte, dann hat man es halt gespielt, aber so richtig warm wurde ich damit ehrlich gesagt nie. Diesen Hype um dieses 3D, ich weiß, viele, viele lieben das Spiel, es hat viele Spiele auch beeinflusst und inspiriert, aber ich wurde damit nicht warm. Ne? Es sieht halt Grütze aus, es ist ja quasi so eine Art Rail-Shooter, wo man halt das Raumschiff so ein bisschen bewegt und halt Sachen abschießt. Ich weiß nicht. Also aus der heutigen Sicht, ohne Witz, wenn ihr da jetzt ohne Nostalgiebrille irgendwie raufschaut, ich höre jetzt schon die bösen Kommentare, aber ich bin echt kein Fan. Also ohne Nostalgiebrille auf diese Grafik mit einer FPS-Zahl von vielleicht 10, wenn überhaupt, muss nicht sein. Sie haben es natürlich hier bemüht, das alles hier schön zu gestalten, und ich weiß, für seine Zeit war das Spiel wirklich super, aber es ist definitiv nicht meins. Was eher meins ist, ist das Spiel hier. Zumindest habe ich das Spiel damals immer im Nintendo Magazin sehr angehimmelt und mir alles ganz genauer angeschaut. Ich hatte es leider damals nicht. Ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren einen Test dazu gemacht, und es ist ein wirklich wunderbares Spiel. Es ist ein Plattformer, ihr spielt halt Mickey, und halt die Besonderheit ist, dass er, wie man hier schon sehen kann, in verschiedene Kostüme rutschen kann oder die anziehen kann, und dadurch hat er natürlich auch andere Fähigkeiten, wie zum Beispiel als Magier könnt ihr halt so Bälle verschießen, als Feuerwehrmann könnt ihr natürlich mit eurem Wasserschlauch Wasser spritzen, um dann halt eventuell Feuer zu löschen, und als Bergsteiger könnt ihr logischerweise so einen Enterhaken quasi benutzen. Wunderbares Spiel, ich fand und finde auch immer noch den Stil einfach herrlich, und ich habe mir oft dieses Magazin angeguckt und mir diese Bilder hier eingeprägt und mir vorgestellt, wie fantastisch das ist, und dieses Bild kommt mir jetzt ganz, ganz stark bekannt vor. Ich mag diesen Zeichenstil einfach, und es ist ein wunderbares Spiel, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Dann haben wir hier Tiny Toon Adventures Buster Busts Loose. Auch ein wunderbares Spiel. Hat sehr, sehr geilen Charme. Also ich finde sowieso diese Tiny Toons Spiele aus der Zeit, auch auf den Game Boy, sind wirklich hammermäßig. Die fangen alle gut diesen Charme dieser Vorlage ein. Und selbst die Game Boy Sachen, wo ja die Grafik sehr limitiert ist, schaffen das wirklich sehr, sehr gut. Deswegen auch hier ein wunderbarer Plattformer, hat so ein paar interessante Mechaniken, wie dass ihr zum Beispiel Geschwindigkeit aufbauen müsst, so ähnlich wie Sonic, und dann zum Hüpfen und so weiter. Da könnt ihr sogar teilweise Wände hochrennen. Wunderbar. Kann ich euch auch wirklich nur empfehlen. Kostet auch nicht viel, das Spiel, glaube ich. Obwohl bei Super Nintendo Spielen bin ich jetzt preismäßig nicht auf dem Laufenden. Wie wir alle wissen, sind die Preise ja so ein bisschen am explodieren seit der Corona-Pandemie fast, wo jeder zu Hause hockt und sich denkt, hey, ja, diese cool alten Spiele von damals habe ich Bock zu sammeln, was schön ist. Nur ist natürlich für die Preise nicht so toll. Aber ich sage immer, je mehr Leute in unserem Hobby unterwegs sind, desto schöner. Ne? Je mehr unsere Leidenschaft teilen, desto schöner ist es doch. Und na gut, dann gibt es halt leider auch diese Nebeneffekte, aber ist verständlich. Denn Mystic Quest Legend
Hatte ich als Kind mir auf dem Flohmarkt gekauft. Das ist auch, glaube ich, somit das erste Spiel, was in so einer Big Box mit Spieleberater kam. Habe ich sogar noch meine original Big Box vom Flohmarkt hier rumstehen. Hat leider so ein bisschen einen kleinen Abriss am Cover, aber nur gut. Was die Nostalgie von damals, das zu wissen, dass es wie das Original ist von damals, das schlägt natürlich jeden Zustand. Ja, es ist ein wunderbares Spiel. Und zwar ist es ein Rollenspiel, was sehr, sehr simpel gestaltet ist. Also so ein bisschen war da die Zielsetzung, okay, die ganzen Europäer und Amerikaner, die können ja mit unseren japanischen Rollenspielen nicht so viel anfangen. Also machen wir denen so eine Art leichtes Anfängerrollenspiel, was auch diese Rundenkämpfe uns was alles bietet. Schön verpackt in einem einigermaßen stimmungsvollen Spiel. Was heißt einigermaßen? Also stimmungsvollen Spiel. Und dann können jetzt die dummen Europäer und die dummen Westlichen, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, natürlich so ein bisschen da reinschnuppern und die grundsätzlichen Mechaniken von unseren Rollenspielen kennenlernen, weil natürlich westliche Rollenspiele immer ein bisschen anders ausgebaut waren und ich glaube auf den Konsolen, von Nintendo-Konsolen auch nicht wirklich großartig Platz gefunden haben. Also es gab ja eins, zwei Ableger oder Versuche auf dem System, wie auf dem Game Boy zum Beispiel, das Sword of Hope. Das ist ja eher so wie diese klassischen Mighty Magic Spiele für den Game Boy eher ausgelegt und so weiter. Ja, wunderbares Spiel, wobei auch da hat es bei mir nie so endgültig gezündet. Also es ist ein gutes Spiel, aber es ist halt ein Einsteigerspiel, was auf die Basics sich beschränkt, was in Ordnung ist, aber da gibt es natürlich andere Spiele. Also bei mir war es vielleicht auch so der Nachteil, ich hatte zuerst Secret of Mana gespielt damals und dann auf Mystic Quest gekommen, weil da natürlich der kleine Henning sich gedacht hat, okay, diese großen Boxen, das sind richtig geile Spiele, was ja auch stimmt, und beim Flohmarkt gekauft, ich war da nicht so informiert und ja, enttäuscht war ich nicht, aber so meine Liebe zu Secret of Mana ist dann doch irgendwie etwas höher, was glaube ich verständlich ist. Dann haben wir hier die News, neues Zubehör und zwar wieder aufladbares Batterieset 2. Okay, das wusste ich jetzt gerade selber nicht, dass es da auch ein zweites Set gab. Weil ich hatte das erste Set, ne? Ihr wisst, ich sammle ja so ein bisschen auch das alte Zubehör in Originalverpackung. Ich habe schon die Gameboy-Gürteltasche habe ich da und ich habe auch die Originalverpackung mit dieser Lupe, mit diesem Licht, diesen Lightmax. Habe ich beides da und ich suche ja auch noch den Akku 1 anscheinend. Weil ich das damals auch als Kind hatte und in OVP. Also ist nicht so, dass ich jetzt da ständig danach suche, aber ich halte so die Augen danach offen, sagen wir es mal so. Und da wusste ich jetzt gar nicht, dass es jetzt auch ein Batteriepack 2 gab. Okay, zum Abkoppeln denn. Ha! Ich lese gerade mal, Netzteil, Batterie, so. Ach so, die haben es quasi, dass man jetzt, weil ich saß natürlich dann mit meinem Gameboy immer zu Hause mit dem Ding an die Wand eingesteckt, weil das war ja auch in meiner Erinnerung zumindest relativ klobig, dieses Batterieteil. Das hat nie jemand mitgenommen. Und das war für mich dann quasi der Steckdosenadapter. Und anscheinend kann man das dann hier etwas trennen, damit es etwas handlicher wird. Okay, interessant. Habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Also mich verwundert. Oder wurde das hier angekündigt und kam dann gar nicht raus. Muss ich nach diesem Video nachrecherchieren. Dann haben wir hier World League Basketball. Wobei ich mich echt frage, warum ist das hier drin? Das kann ich mir wirklich nur vorstellen, dass da Marketing in die Kohle reingeflossen ist. Weil das Spiel ist grottenschlecht. Ihr seht es auch, ich habe es mal mit dem Retro Joe übers Internet. Da gibt es ja so eine Seite, die mir gerade nicht einfällt, womit man Super Nintendo Spiele Multiplayer quasi ja, übers Internet spielen kann. Das wird über die Webseite emuliert und sowas. Da braucht es also kein Programm runterladen. Super Nintendo Party hieß die Seite, glaube ich. War natürlich jetzt nicht ganz so ideal, weil es hier und da schon mal geleckt hat, logischerweise. Aber das hat mal gespielt und das ist wirklich grausig. Weil guckt euch zum Beispiel hier an. Es gibt kein Publikum. Das ist hier so eine dunkelblaue Leere drumherum. Frage ich mich, warum? Warum? Nee. Ja, Basketball, ja, anscheinend haben sie also ein bisschen versucht, Basketball irgendwie zu hypen. Vielleicht deswegen auch das Spiel. Hat sich ja, wie wir wissen, nie durchgesetzt. So, dann haben wir hier die Tipps und Tricks-Seite und natürlich die Spielerprofile. Ich werde jetzt hier auch nicht großartig drauf eingehen. Kennen wir ja alles.
Aber die Charts sind ja immer interessant. Es ist eine relativ frühe Ausgabe, deswegen... Oh, ich sehe gerade, hier fehlt eine Seite. Hier war wahrscheinlich das Poster, nehme ich mal an, weil das ist die Mitte. Deswegen kann ich euch nur die Plätze 5 bis 10 der Charts vorlesen. Okay, ich glaube, eins war immer Experten, eins war Fans. Ich bin mir gerade unsicher, was ist. Aber wenn wir hier die Super Nintendo Charts sehen, F-Zero, Pilot Wings, Super Soccer, Super Goods and Ghosts, Super Mario Kart, Castlevania, würde ich so unterschreiben. Haben wir hier SimCity, F-Zero, Super Goods and Ghosts, Addams Family, Lemmings und Mario Paint, auch alles wunderbare Spiele. Ja, Game Boy, Tiny Toons, habe ich ja gesagt, die sind vernünftig. Dann haben wir Gargoyles Quest, Klassiker, auch wenn er damals für mich als Kind sehr verwirrend war. Metroid 2, DuckTales F1 Race und Turtles 2, kann man auch nichts zu sagen. Hier haben wir Dr. Mario, Mickey's Dangerous Chase, wobei ich mich frage, warum das so gehypt wurde. Es war jetzt kein schlechtes Spiel, aber so richtig geil war es jetzt auch nicht. Mario und Yoshi, Quirk, Mega Man und Gargoyles Quest würde ich auch so unterschreiben. Der NES ist ja, ich habe ein paar Spiele in meiner Sammlung, aber ich bin kein Experte, deswegen gehe ich da meistens immer so ein bisschen drüber. Dann haben wir hier Darkwing Duck für den Game Boy, fantastisches Spiel. Erinnert sehr, sehr stark an Mega Man. Also im Prinzip könnte es auch wirklich ein Mega Man-Spiel sein, wenn man die Sprites etwas austauscht. Wir haben natürlich Darkwing Duck mit seiner Pistole. Und ja, damit kämpft ihr euch wie Mega Man durch und habt natürlich so ein paar extra Waffen, wie zum Beispiel hier schweres Gas, Blitzgas, Fallgas, was so verschiedene Anwendungsmöglichkeiten irgendwie ja, ermöglicht. Dann haben wir hier natürlich Abwehr. Mit so einem Cape kann man sich da so ein bisschen ein paar Schüsse blockieren. Und natürlich Angriff, Sprung und so weiter. Man kann, ich glaube, die ersten 3 oder 4 Level, ich bin mir gerade unsicher, kann man sich frei wählen. Ich meine, es waren hier die unteren oder irgendwie sowas in der Art. Obwohl ich meine, bei der ersten Mal gab es auch ein Waldlevel. Auf jeden Fall waren es wahrscheinlich die ersten 4. Wenn ihr die denn gespielt habt, dann konntet ihr halt in die weiteren Levels machen. Auch hier eine Anleihen an Mega Man könnt ihr in freier Reihenfolge machen. Und ganz ehrlich, wenn man sich so das Level Design anschaut, es ist quasi Mega Man als Disney mit Darkwing Duck. Was aber natürlich definitiv nichts Schlimmes heißen muss, weil lieber gut kopiert als schlecht neu erfunden. Und es kommt natürlich auch von Capcom, das Spiel. Von daher ist diese Verwandtschaft, denke ich mal, logisch. Dann haben wir Kirby's Dream Land. Wunderbares Spiel, wie es halt Club Nintendo immer so klassisch macht. Natürlich so ein bisschen weitere Verwertungen, so ein bisschen Level zeigen, das ein bisschen so im Gedächtnis ja, zu platzieren und zu behalten. Ein wunderbares Spiel hat natürlich Kirbys Karriere gestartet, wobei natürlich so in der Retrospektive der erste Teil sehr auf die Basics beschränkt war. Ihr konntet da noch keine Fähigkeiten übernehmen wie dem NES-Teil danach oder hattet es auch keine Partner, Tiere, nenne ich es mal, wie in dem zweiten Gameboy-Teil. Aber so das Grundsätzliche war da. Wir hatten Kirby, er konnte fliegen und er konnte Sachen einsaugen. Von daher kann man da echt nichts sagen. Dann haben wir Mega Man 2, auch ein wunderbares Spiel. Also als Kind hatte ich Mega Man Dr. Wilys Rache für den Game Boy. Das war so das erste Mega Man, was wirklich exklusiv für den Game Boy entwickelt wurde. Habe ich geliebt, ich kam nie weit, weil ich bin einfach zu ein Dödel, was solche eher schwereren Spiele, ne? Und die Mega Man Spiele sind ja meistens eher schwer. Da bin ich immer ein kompletter Dulli, da bin ich zu dödelig für irgendwie. Schönes Spiel, wobei der zweite Teil, wenn ich das richtig im Kopf habe, etwas einfacher als Wilys Revenge, also Dr. Wilys Rache war. Wobei ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich das mit einem anderen Teil gerade vertausche. Dann haben wir Krusty's Funhouse, was auch auf dem Super Nintendo ein schönes Spiel war oder ist. Wobei es kein klassisches Simpsons-Spiel ist. Das ist ja eigentlich ein Amiga-Spiel, dessen Name mir gerade nicht einfällt, was so ein bisschen in Simpsons umgemodelt war. Und vielleicht ist das gerade deswegen gut, weil Simpsons-Spiele auch auf den Game Boy sind ja meistens eher Grütze. Und das ist ja wirklich eher so ein anderes Spiel, was so ein bisschen diesen Simpsons-Charme drüber gestülpt bekommen hat. Und zwar habt ihr immer ein Level mit Ratten. Und ihr müsst, die laufen halt automatisch und es gibt irgendwo im Level gibt's eine Rattungstötungsmaschine. Na, irgendwie so ein Hammer, der die irgendwie platt macht. Ist natürlich alles relativ unblutig und friedfertig natürlich. Und ja, ihr müsst halt dann diese Ratten, die automatisch laufen, dann halt zu dieser Tötungsmaschine irgendwie lotsen. Das ist natürlich Rätsel, ne? Da müsst ihr mal einen Block platzieren, dass sie irgendeinen Abgrund überwinden und so weiter. Und gerade das macht's halt aus, das Spiel.
Und es macht es auch gut, weil es ist kein klassisches Simpsons-Spiel wie Escape from Camp Deadly oder sowas, was einfach ein schlechter Plattformer ist. Und es tauchen dann halt hier und da die Figuren auf. Und hier haben wir das Comic. Wie immer, ich halte kurz meine Hände weg, dass ihr kurz pausieren könnt, falls ihr es lesen mögt. Ich hoffe, das mit der Beleuchtung passt ungefähr. Dann haben wir die zweite Seite. Wieder ein schönes Abenteuer, was sehr von Super Mario World zu inspiriert scheint. Und dann haben wir hier Kirby's Adventure. Das ist ja das zweite Kirby-Spiel und das kam dann nicht auf den Game Boy raus, sondern auf dem NES. Das dritte Kirby-Spiel, das klassische Kirby-Spiel, kam dann wieder für den Game Boy raus, wo dann halt diese Begleiter eingeführt wurden. Und hier, wie gesagt, ist zum ersten Mal diese Fähigkeit, dass er Gegner einsaugt und dann deren Fähigkeiten übernimmt. Was revolutionär war und wunderbar und natürlich weiterhin so behalten wurde. Und das Spiel ist halt hat natürlich diesen typischen Kirby-Charme. Die Musik ist wunderbar. Es gibt natürlich auch wieder den Baum als Endgegner. Und Kirby-Spiele sind ja eher leichterer Natur und lockerer spielbar, was ich halt wirklich wunderbar finde. Also wenn ihr so ein klassisches Kirby-Spiel anmacht, dann umarmt euch gleich so ein wohliges Gefühl und man kann super entspannt spielen, was ja wirklich nicht verkehrt ist. Es muss ja nicht immer super herausfordernd sein. Dann haben wir hier ein Star Trek-Spiel fürs NES. Habe ich noch nie gespielt. Ich bin kein Star Trek-Fan. Mein Science-Fiction-Universum meiner Wahl ist ja das Warhammer 40.000-Universum und das hat natürlich keine Umsetzung für die alten Konsolen bekommen, leider. Deswegen kann ich hier nicht viel sagen, scheint aber so ein bisschen Variationen zu haben, scheint eher ein Adventure zu sein, was hier so aussieht. Gibt es hier auch Fliegeszenen? Wahrscheinlich sind das wirklich eher diese Bodenmissionen, die es in der Serie immer gab. Ne? Wie gesagt, da bin ich jetzt auch kein Experte. Dann haben wir hier Mega Man 4. Es gilt als weithin als ein sehr guter Teil, soweit ich weiß. Und das war's. Okay, hier haben wir einen. Ja. Da haben sie hier nochmal den Reminder der Teilnahmekarte. Da haben sie wahrscheinlich hier einmal so drumherum geheftet. Das Rätsel hat der Vorbesitzer leider schon gelöst. Deswegen tut es mir leid, wenn ihr das selber machen wolltet. Und hier hinten haben wir natürlich eine fantastische Werbung fürs Super Nintendo, vor allem natürlich für A Link to the Past. Klassiker, muss ich nicht viel zu sagen. Ja, das war die Blätterfolge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Die beiden Werke. Und wie gesagt, falls ihr Bock auf das kleine Büchlein habt, dann habt ihr unten den Link, wo ihr es bestellen könnt. Und ich wünsche euch auch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Tschüss.